Liebe Zuschauer, den Tiefstand aus dem Sommer 2013 hat die Nokia-Aktie zwar noch nicht markiert, aber nach den Quartalszahlen ging es mächtig bergab für den Handyhersteller. Ja, Handyhersteller kann man ja fast gar nicht mehr sagen, denn das Geschäft soll ja verkauft werden und dieser Verkauf soll auch an Microsoft soll auch im Frühjahr abgeschlossen werden. Aber ein horrender Verlust steht zu Buche für das Geschäftsjahr 2013. Ja, und die große Frage ist natürlich, wie geht es mit Nokia weiter und natürlich auch dem Aktienkurs? Wie agiert der Zertifikatemarkt? Darauf wollen wir jetzt schauen in Zertifikate aktuell. Und mein Gast im Studio ist Christine Romar von der Citigroup. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Gehölzer. Ja, die Quartalszahlen waren auf jeden Fall überraschend, auch für die Analysten ein hoher Verlust, der ausgewiesen worden ist für das Geschäftsjahr 2013, die Handysparte aber eben noch mit eingerechnet, die ja verkauft werden soll. Was gibt es denn eigentlich Positives oder wo liegt der Hoffnungsschimmer bei Nokia? Ja, also ganz klar, das vierte Quartal war eine Enttäuschung. Man hat es auch sehr schön natürlich im Kurs wiedergesehen. Aber ich glaube, man muss hier einfach Umdenken anfangen. Mit dem Verkauf der Handysparte wird ja aus Nokia neues Unternehmen. Ein Unternehmen, das sich eben auf die Netzinfrastruktur konzentriert, wo man eigentlich sagt, das sind stetige Erträge, da sind Gewinnmargen, die auch sehr konstant bleiben. Das heißt, der Cashflow, der hier generiert werden kann, ist enorm im Vergleich zu dem, was man eben mit dem Handygeschäft erwirtschaften kann. Wenn man halt den Nerv des Kunden nicht trifft, dann kann eine hohe Investition einfach in einen Flop enden. Und ich glaube, für viele Anleger muss eben dieses Umdenken, dass man hier Nokia nicht mehr als den Handyhersteller sieht, sondern wirklich diese neue Gesellschaft sich eher vor Augen führt. Aber die Frage auch das Netzwerk, also auch das Geschäft von Nokia, war ja nicht so überzeugend in den Geschäftszahlen, wie es sich wahrscheinlich der ein oder andere Analyst gewünscht hätte. Also wie kann es da weitergehen? Definitiv. Also ich glaube, dass man das sicherlich wie immer auch, man einfach die Zeit auch geben muss, eben diese Veränderung in dem gesamten Unternehmen durchzusetzen, hier wirklich dann auch die Schritte so zu legen, dass eben genau diese Erfolge dann sichtbar werden. Auf der anderen Seite sind mehrere Analysten natürlich der Meinung, klar, war eine Enttäuschung das vierte Quartal, aber haben ganz klar hier die Kaufkurse eigentlich ausgerufen, um zu sagen, wir sind nach wie vor sehr positiv auf diese neue Gesellschaft, Kursziele, die man sehen kann bei 7 €. Also das ist natürlich dieses Spannungsfeld, in dem man jetzt ist. Wir wollen uns die Aktie, den Aktienkurs mal anschauen. Und da sieht man natürlich, als die Meldung kam, eben, dass die Handysparte von Microsoft übernommen werden soll. Da ist die Aktie erstmal nach oben abgedreht, auf jeden Fall. Im Sommer 2013 war das. Und jetzt die Kurse. Also es ging zwar noch mal bergab, aber ist hier der Stopp dann schon eingezogen im Grunde? Also war die Enttäuschung jetzt, ist es abgearbeitet im Aktienkurs? Ja, also wie gesagt, also das sind Stimmen, die einfach genau das sagen. Die einfach sagen, hier, wir halten an diesen positiven Ertragsaussichten einfach fest. Wir glauben, dass eben Nokia diese Veränderungen im Unternehmen schaffen wird. Es ist natürlich jetzt die Frage, als Anleger in der Aktie, möchten Sie genau diese Szenarien eigentlich nicht sehen, minus mehr wie 10% minus in der Aktie. Also diese Schwankungen sind natürlich etwas, was Gift in dem Moment sind. Aber natürlich, wenn Sie sagen, ich schaue mir Zertifikate an, dann sind natürlich genau diese Schwankungen, die Ihnen erlauben, interessante Konstruktionen zu finden, Chance-Risiko optimiert reinzugehen, um da einfach dieses Risiko dieser Kursrückgänge einfach abzufedern. Trotzdem die Frage bei dem Absturz, in Anführungsstrichen muss man es ja sagen, bei der Aktie, was hat das am Zertifikatemarkt auch gerade bei bestimmten Barrieren bewirkt? Also natürlich, wenn Sie hier sehr, sehr aggressiv vielleicht rangegangen sind in ihrer Barrierenauswahl. Wenn Sie sagen, 10% Barrierenabstand reicht mir, gut, dann haben Sie einen Barrierenbruch erlebt. Wenn Sie natürlich beherzigt haben, wie Sie dieses Produkt gekauft haben, dass Sie nicht mehr bezahlen als wie die Aktie, dann haben Sie natürlich mit dem Zertifikat keine höheren Verluste zu beklagen, sondern haben die Aktie 1:1 negativ mitgemacht. Dieses Aufgeld, von dem ich spreche, also wenn Sie ein Zertifikat, ein Bonuszertifikat teurer als die Aktie erwerben. Das muss halt jedem Anleger bewusst sein, wenn es zu dieser Barrierenverletzung kommt, dann verlieren sie halt genau dieses Aufgeld mehr. Ist also die Nokia-Aktie als Basiswert eher was momentan auch für
die in Anführungsstrichen risikofreudigeren Anleger, also für Hebelprodukte geeignet? Klar, also für einen Hebelprodukte, für einen trading-orientierten Kunden super. Ja, also da ist natürlich, wenn solche Schwankungen sind, sie auch sehr kurzfristig natürlich nur agieren, das heißt intraday oder nur 2-3 Tage, spannend, super spannend. Für den Anleger, der sich sagt, ich glaube an dieses Szenario der neuen Nokia, an Kursziele bei 7%, da sind natürlich dann... spannend, absolut. Da könnte man sich natürlich ein Discount-Zertifikat anschauen, um eben genau von diesen Kursverlusten zu profitieren. Das heißt, Sie haben jetzt hier mehr Volatilität im Markt zu sehen. Das heißt, von der Preisgestaltung her hochattraktiv. Das heißt, Sie kriegen deutlichen Discount. Sie steigen deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs ein und partizipieren. Wo wäre das dann ungefähr? Wo würde ich dann einsteigen bei... Wenn man dann also Kurs da steigen Sie würde. Deutlich unter 5 Euro ein. Wenn Sie also das wenn jetzt einfach mal hier jetzt genau. zeichnen. Ja. Mal. Ups, jetzt habe ich den oberen auch hier in Rot. Genau. Da wäre das und natürlich den oberen wollen wir auch noch mal sehen mit den 7. Also das wäre so eine klassische Discount-Situation, dass man sagt auf Jahressicht, ich suche mir ein Zertifikat raus, das eben in der Bewegung hier diese 7 bis 7 Euro mitmacht und dafür, dass ich halt über 7% nicht, 7 Euro nicht mehr dabei bin, kriege ich eben diesen Abschlag im Zertifikatspreis, habe hier Risiko rausgenommen. Das heißt, sollte die Nokia doch wieder erwarten, nachgeben, wird eben dieser Rückgang von diesem Puffer aufgefangen. Also eine Möglichkeit, wie ich am Zertifikatemarkt agieren kann, natürlich für die Risikoreicheren, die können hier mit Hebelprodukten natürlich einsteigen. Ja. Dann sage ich, Frau Romar, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und wir hoffen natürlich auch für Nokia, dass es eben positiv ausgeht, das ganze Szenario. Liebe Zuschauer, das war es dann hier auch schon wieder von Zertifikate aktuell. Schön, dass Sie dabei waren, www.df.fm. Da können Sie es nochmal schauen und bis zum nächsten Mal sage ich dann Tschüss.